Können wir Kanbose? Sehe ich der erste Grau? Ich könnte schwören. Hey! Hey, was liegt? Was mache ich? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen. Ich probiere. Tu das. Okay. Okay. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Versuch's mal nochmal mit der Kerze unter der Lüge. Gute Idee. Ich könnte einen Wachsabdruck machen. Verdammt, das Wachs ist zu fest. Dabei hätte das eine famose Büste werden können. Okay, dann muss ich das jetzt irgendwie noch erhitzen. Okay, das kriege ich irgendwie hin. Bestimmt. Feuer habe ich hier ja nicht. Ist hier irgendwas? Abgesehen von dem Topf, den ich benutzen kann. Nö. Okay, Goal und Dings noch. Ja, aber... Mal gucken. Der Topf ist ja noch heiß. Ah. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, ja. Einzuschmelzen. Nehmen wir den Topf. Jetzt klappt's. Schöne Sache. Schöne Sache. Oh yeah. Topf mit Delle. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Oh yeah. Wir haben Rufusabdruck. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Oh yeah. Sehe ich da erste... Hey, wo... Hey, was liegt... Da. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium? Genau. Ja. Also, ich würde doch niemals... Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Ja... Ja? Bereit für einen weiteren Tauch? Na gut. Auf dein eigenes Risiko? Jo, kenne ich ja. Es ist Luke offen. Lol, nice. Das Grinsen. Sind wir durch mit dem Spiel? Ich glaube schon. Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Will zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Außer Wochenendarbeit. Hallo. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch sind oder ob es jetzt noch was kommt. Doch, es geht nur noch weiter. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Tja, es
Verdammt, ja. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdollar. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Okay. Okay, wir haben eine Fliege. Transporter an sich. Transporter, Frosch, Transporter, Schnabeltier. Und Doc. Sprengturm. Transporter. Warte mal, da war eine Fliege mit drin, oder? Wären wir jetzt in der Fliege? Oh, man. Aber wir können jetzt überall hinfliegen, oder wie? Ja, können wir. Aua! Hier ist eine Luke. Ich meine... Ich gehe mal in den Transporter hier. Irgendwas müssen wir jetzt hinkriegen, dass wir als normaler Rufus wieder zurückkommen, würde ich mal so meinen. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Moment, jetzt habe ich es doch schon, oder? Habe ich es nicht jetzt schon? Jetzt bin ich doch als normaler Rufus hier. Ja. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Okay, ich kann nicht mit ihr reden, aber gut. Dann gucken wir mal runter. Ohne Janosch. Die Fürsorge ihres... Achso, ja gut. Na, wie sieht's aus an der Front? Rubusch, endlich! Ah, schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ich muss hier hin. Okay. Das heißt, mit welchem muss ich jetzt tauschen? Moment mal, ich gehe mal hoch, dann tausche ich ja mit dem Frosch. Glaube ich. Ja. Ich tausche mal mit der Fliege. Jetzt bin ich halt wieder hier. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe. Es ist aber Schnabeltier. Ja. Geh ich mal... Nee, das bringt ja auch nichts. Geh ich mal hier rein. Tausche ich wieder mit dem Frosch. Dann ist der Frosch hier und ich bin da. Genau. Jetzt gehe ich runter und gehe in den Transporter. Komme ich da raus, wo die Fliege rauskam. Genau. Ich will wissen, wie Rufus einfach als Frosch aussieht, ganz ehrlich. Kann man da als Frosch? Als Frosch kann man nirgends rausgehen. Okay. Okay. Rufus sah als Frosch schon mal nicht schlecht aus, genau. Oh mein Gott. Es sieht echt geil aus, ganz ehrlich. Das sieht echt ziemlich geil aus. Rufus als Schnabeltier. Okay, gehen wir mal als Fliege in den Transport. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass Frosch... Doch, aus da mit dir. Warum habe ich nur... Dass der Frosch die Fliege essen muss. Also muss ich die dahin kriegen, wo das Schnabeltier ist. Aber wenn ich jetzt hier hingehe... Also ich muss als Frosch wiederkommen.
Habe ich so das Gefühl. Weil jetzt bin ich ja hier. Wenn ich jetzt als Frosch weggehe. Nee, das bringt auch nichts, oder? Dann komme ich ja dahin, wo die Fliege war. Genau. Das heißt, ich muss die Fliege hier hinkriegen. Okay. Heißt wieder runter, hier hin. Ich muss ja da hoch, aber da ist ja eine Luke. Das heißt, ich komme da nur hin, wenn ich normaler Rufus bin. Jetzt bin ich hier. Fliege. Wenn ich jetzt dahin gehe. Wie komme ich ja da raus? Jetzt ist da schon mal die Fliege. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Ist da ja das Schnabeltier. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe. Ist da jetzt der Frosch. Dann gehe ich einfach wieder hier rein. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Na? Warte, was? Nochmal. Es hat die genäht. Okay. Wenn ich jetzt hier hingehe? Fliege. Okay. Jetzt gibt es keine Fliege mehr. Ach so, ja, doch klar. Das sieht doch logisch aus. Wenn ich jetzt nämlich hier oben reingehe, werde ich ja nicht in eine Fliege verwandelt, sondern werde einfach nur ganz normal zu Rufus und tausche mit dem Schnabeltier. Ja, doch, ist logisch. Doch, klar. Und jetzt kann ich hier hochgehen. Schöne Sache. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Okay. Kann ich jetzt mit Goal reden? Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Nee, ich kann sie nur angucken, aber nicht reden. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Was kann ich denn jetzt machen? Nichts. Insgeheim? Muss ich warten? Oder was muss ich machen? Leute! Klytus! Oh! Put. Klytus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser
Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove, yeah. Aber halt, dieser Verräter fummelt ja doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Hey Leute, willkommen auf das Endcard von Deponia 2. Chaos auf Deponia, mal wieder von Julian. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Rechts kommt ihr dann nochmal zu dem letzten Part von Deponia 2. Chaos auf Deponia. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Bis dahin, Hussa, bis zum nächsten Part. Noch nicht ruhig gestellt, wächst dir den Meter de Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Hussa, noch einmal von vorn.